Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Starfield. Ja, wir haben ein neues Crewmitglied und wir haben erfahren, dass unsere Freunde von Piraten entführt worden sind. Und die sind gemäß Karte ganz in der Nähe und wir werden versuchen, die mal zu retten. Und das klingt mal wieder nach einer Weltraumschlacht. Ja, ich freue mich. Södere, rein ins Cockpit. Und irgendwann würde ich gerne mal probieren, so einen Außenposten zu bauen. Hüllstatus ist halt schon nicht so geil. Finale Umlaufbahn erreicht. Orbit stabil. So. Wir brauchen mal einen Punkt auf dem hier. Ich würde schon mal ein bisschen vorbereiten. Und wir gehen mal schnell in Schnellreise. Einmal raus. Schiff. Reise nach Hyperia. Schiff. Ziel Narion. Moment, das ist Hyperia. Das ist der kleine Mond hier. Ja, bitte. Und reisen. Mal sehen, ob wir es im ersten Anlauf schaffen. Okay. Ich würde mal sagen, da vorne eventuell. Wenn du näher kommst, wirst du es bereuen. Das ist Spacer-Gebiet. Ja. Ob die uns da schon treffen können? Andere. Ja, okay, das war wohl nix. Auf einem Schiff können immer nur drei Waffen aktiv sein. Ist das jetzt eine Raumstation oder ist das ein Schiff da vorne? Space Raven. Level 10. Ich probiere es nochmal. Okay, die Reichweite reicht schon mal nicht aus. Level 35. Wie in aller Welt soll ich denn das schaffen? Moment, ich probiere es einfach mal. Gerade direkten Angriff. Antrieb aus und weg hier. Das ist Spacer-Gebiet. Ja. Greift an. Ich habe das Gefühl, ich mache da einfach null Schaden. Komm, 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 komm. Ja. Es läuft wunderbar. Und Bicken Mama greift an. Jo. Das funktioniert richtig gut. Level 35. Das wird aber jetzt nicht sein, dass ich da bis Level 35 leveln muss, dass ich da was machen kann.
Auf dem Planeten landen kann ich ja nicht, oder? Scannen. Abgestürztes Schiff. Lass nämlich einfach so landen? Landestützen bereit. Bremsen. Die haben mich einfach landen lassen. Okay. Ja, dann mal raus hier. Bitte gehen Sie nicht ohne Raumanzug weiter. Ich bin nicht programmiert, Leichen zu entsorgen. Danke für den Hinweis. So, da vorne. Eigentlich, aber wir werden später mal die Crew wechseln. Was? Oh. Nicht so geil? Lungenschaden. Geil. Aber wenn das Spacer gewesen sind und die sind da oben im All, warum landen die dann hier nicht? Ich sehe mal keine Gegner. Oder sie wissen gar nicht, dass die da unten sind. Weil unsere zwei Kollegen es irgendwie geschafft haben, das Schiff zu kapern. Nur mit der Landung hat es dann nicht so geklappt. Ah, diese Kräfte müssen wir ja auch noch einsammeln. Wobei Wissen ist relativ... Oh, das war eine harte Landung hier, hä? Da ist jemand. Moi. Oh, Hella. Oh, hey. Du bist es. Ich dachte schon, irgendein Pirat will mir den Rest geben. Ich Glückspilz. Medizin. Da steht zu schweren Schmerzmitteln, aber ansonsten wirkst du erstaunlich gesund. Ja. Du meinst, wenn man sich das Wrack anguckt? Tja, das Schlimmste hast du verpasst. Bin mir ziemlich sicher, dass wir alle Notfallmedikamente genommen haben. Weißt du, was mir durch den Kopf ging, als ich dich auf Vectera auf die Medbench legte? Heilige Scheiße, ich habe jemandem das Leben gerettet. Hab mich seltsam stolz gefühlt. Also, dann sind wir jetzt wohl quitt. Als man uns auf das Piratenschiff schleppte, hatte ich Todesangst. Barrett, so... Sorry, Bruder. Ich hol uns hier raus. Vertrau mir. Sag ich immer, wenn man mir nicht trauen sollte. Ja. Ja, so langsam kapiere ich das. Er wollte, dass wir einen Kampf anzetteln, damit die Piraten denken, sie müssen eingreifen, bevor einer von uns stirbt. Er brüllte, der Junge ist ein Killer. Wie soll ich mich gegen diese Zähne zur Wehr setzen? Der beißt mir das Gesicht ab. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Aber sie kamen tatsächlich. Dann ging das Handgemenge los und Barrett griff nach einer ihrer Waffen. Und wurde getroffen, oder? Ja, vermutlich das. Bingo. Er schoss den Piloten in den Rücken und direkt in die Flugsteuerung. Wir stürzten wie ein Stein aus dem Orbit. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, grinste er mich an, als wäre nichts gewesen. Du hast die Party verpennt, Heller. Da rette ich dir mal den Hintern und du bekommst es nicht mal mit. Dann machte er diese Schussgeste mit dem Zeigefinger. Mmh.
Ja. Oh, stimmt. Damit hätte ich anfangen sollen. Die Schmerzmittel vernebeln alles. Zum Glück tauchte dann ein Schiff auf. Doch dann sah ich, dass es zur Crimson Fleet gehört. Und dann meinte Barrett, ist schon in Ordnung. Ich krieg das hin. Er murmelte ihnen etwas zu. Dann waren sie weg. Ja, bissl sus. Ich verdient schon wieder. Ich war nicht die ganze Zeit wach, aber ja, schätze schon. Vor ihrem Grabsprung empfing ich ein Signal. Muss Barrett gewesen sein. Ich konnte es mir noch nicht anhören. Hier. Hey, ich sollte mitkommen, oder? Sonst bist du ganz alleine. Ja, ich lasse dich bestimmt nicht hier. Sollst du nicht zurück? Ja. Ja. Hauptsache, ich muss erstmal kein schweres Gerät bedienen. Nö, mach's dir gemütlich. Gib mir eine Sekunde. Das Schlimmste sollte. Ja, das wird schon. Wird schon. Jetzt kann ich wieder Sprüche reißen. Gib Bescheid, wenn du los willst. Jo. Optional rekrutierte Helle als Crewmitglied. Ehrlich gesagt, würde ich mal gucken, ob ich hier irgendwo rein kann. Was denn hier irgendwie Goodies oder so? Nö. Da geht's auch nicht rein. Keine Tür? Hier vielleicht? Nee. Schade. Da hier? Ich meine, hier wird ja normalerweise angedockt. Geht nicht auf. Ja, schade. Da gibt es bestimmt ein paar geile Ersatzteile, aber ja gut, ist nicht. So. Also, mein Junge. Komm mal mit. Kommst du hier nicht mehr weg. Hast du immer noch Platz für mich auf deinem Schiff? Ich muss von diesem Felsen runter. Ja, komm mit. Da bin ich aber erleichtert. Ich dachte kurz, du lässt mich zurück. Was steht heute auf dem Plan? Wir brauchen einen Außenposten. Crew kann geladenes Schiff überall zugewiesen werden. Aktuell keine Aufträge für Hella. Okay. Wo ist er denn? Nicht zugewiesen. Hyperion, Narion, Frontier, die Loge. Schiff, nicht zugewiesen, aber du bist quasi in der Crew. Alles klar. Dann bis später, Boss. Danke, dass du mich mitnimmst. Ja, gut. Dann bist du jetzt wieder dabei, aber konnte dir nicht. Ja, wird schon passen. Okay, die Übertragung soll man anhören. Jetzt vermutlich im Inventar. Neue Items. Nee. Und Übertragung 1. X untersuchen. Nee, das war's nicht. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Grafsprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Ach, warte mal, das von ist das, was wir schon kennen. Du hast der Fleet jede Menge Ärger bereitet, Barrett. Hey. Seit wann ist es denn Ärger bereiten, wenn man sich einfach nur gegen Angriffe wehrt? Hey Pilot, kannst du deinen Arm ein bisschen nach links tun? Ich sehe die Instrumente nicht. Nicht bewegen! Er will unser Ziel herausfinden. Wahrscheinlich überträgt er gerade die Unterhaltung, während wir noch im Orbit sind. Ah ja, ich dachte, das wäre recht offensichtlich. Okay, okay. Weg mit der Waffe. Ich bin fertig, siehst du? Meine Netzhäute sind nicht auf die Konsole gerichtet, sondern auf die tolle Sicht ins All. Fesselt ihn! Auf der Basis amüsieren wir uns dann. Ja, nicht sehr hilfreich.
Peacekeeper. Ein Wert von 18.000. Haben wir bei 31 Schuss. Bezüglich Helm. Haben wir das ausgerüstet? Ja. Gut, hätten wir das. Reise nach Bessel Free. Leute, ich werde mal ganz kurz hier einen Screenshot machen im Fotomodus. Weil ich da einen kleinen Moment brauche, gibt es für euch mal einen kleinen Cut. Bis gleich. Und schon bin ich wieder da. Ich habe mein Foto. Dann geht es mal zurück zum Schiff. Ich glaube, wir könnten auch Schnellreise machen, oder? Brauche ich da nicht wieder hinlatschen hier. Halt. Nein, hier. Ah, mein Schiff. Kannst du schnellreisen, wenn du... Was? Mach ich denn? Ach so. Okay, jetzt Schnellreise. Schon ein bisschen cheeky. Ja, danke schön. Ich hab was gefunden. Echt? Okay. Ah, ich überlege. Soll ich nochmal zur Stadt und mein Schiff reparieren? Die dümmste Idee wäre es jetzt nicht. Bleiben oder springen? Nee, wir springen. Muss ich gerade mal gucken. Wo ist die City? War das Alpha Centauri? Ich habe hier einfach so keinen Überblick. Wir probieren mal. Oder war das Sol? Alpha Centauri. Mal kurz gucken. Ah ja, hier. Jemison. Südle. Einmal da. Und Mass District. Landen. Tun wir mal reparieren. Piraten laufen ja nicht weg. Und dann schaue ich gerade, ob ich mal so Schiffsteile kaufen kann. Reparatur. Oh. Schnellreise zum Schiff. Ah, mein Schiff. Schnellreise, dankeschön. Das sind definitiv die Fotos von mir. So, verlassen. So, Le Terminal. Moin! Hey, wie kann ich dir helfen? Überprüfe dein Schiff alle paar Ladungen auf Terminal. Du konntest noch landen, also kann nichts Schlimmes kaputt sein. Naja, aber trotzdem. Wo kann ich gleich nochmal Sachen verkaufen? Wo finde ich die Crewmitglieder für mein Schiff? Nee, passt. So, und jetzt hier. Automat. Hilfe, Ressourcen, sonstiges. Ah, warte mal, verkaufen. Ich möchte eigentlich umgekehrt haben. Händler kaufen. Nur verkaufen hier. Händler verkaufen das Schiff. Händler kaufen, zurückkaufen, keine Items. Ja, gut, dann halt nicht. Dafür ist unser Schiff jetzt wieder heile. Cockpit. Und weg hier. Ich muss auf alle Fälle irgendwie Credit sammeln für dickeres Schiff. Also, wo ist unser Kollege? Hier schon mal nicht. Da oben. Bessel. Sprung. Ah ja, das war ja klar.
Nice. Ah, so ein Shit. Nice. Nice, 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 nice. Komm, 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 komm her. Wo ist er, wo ist er? Nice. Und er hier noch. Cool. Danke, Kollegen. Nicht in dem Kinderspiel für die UC Sysdev. Ich weiß nicht, ob wir es ohne deine Hilfe überhaupt geschafft hätten. Können wir uns revanchieren? Könnte ein paar Ersatzteile gebrauchen. Ich würde mich um ein paar Credits freuen. Ehrlich gesagt, Ersatzteile. Transferiere die Teile. Wir müssen weiterfliegen. Bis dann. Ja, danke, ne? Ja, okay. Wir werden hier mal ein bisschen plündern. Und der Rest? Ah, da. Sehr, sehr geil. Da haben wir auch noch was. Ganz in der Nähe. Cool. Man könnte das mit dem Kapo natürlich irgendwann nochmal probieren. So, hier der letzte. Naja, gut. Okay, wir werden mal auf Laser die letzten Punkte geben. Und wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Und dann sind wir runter auf den Planeten. Ah, geplante Forschungsposten. Gut. Wir rollen mal auf. Landung im Gang. Und weißt du was? Wir sagen mal aufstehen. Ich werde mal das Crewmitglied ändern. Einfach mal der Roboter ein bisschen auf die Nerven geht. Schön, dich zu sehen. Lin. Ja. Wo ist denn der ganze Rest? Ach so, da. Lin, weißt du was? Komm das mal mit. Sieht gut aus. Komm bitte eine Weile mit. Sehr gut. Gehen wir. Gut. Wo ist Vasco? Naja, egal. Und raus hier. Ach, da ist er. Captain. Stimmt ja. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schlafzyklus überlebt haben. Was soll das denn heißen? Okay. Lin, du. Ja, wirst schon zurechtkommen, ne? Haben wir da. Ja, hier sind gerade schon Gegner. Ich will einfach keinen Schaden nehmen. Nein, ich wollte jetzt hier nicht raus. Ah. Komm, das kriegen wir hin. Wo ist er? Alter, sogar von da oben. Okay, der wird zum Problem da oben. Ich glaube, wir gehen mal unten rein. Das wird ein bisschen einfacher. Alter, komm, rein da. Keine Spur, Dusty. Okay, wir räumen von unten auf. Da ist mal nix. Ammunition. Die da oben gehen wir jetzt natürlich ein bisschen auf den Keks da.
Das war's mit dem Geschütz. Wir haben da hinten auf jeden Fall noch welche, aber die da oben nerven am meisten. Nein. Ah, jetzt bleibe ich auch noch hängen. Oh. Ah, ich sehe es zu schlecht. Nice. Ah, wo ist die andere Waffe? Ich will eine Scharfschützenbombe haben. Gut. Hätten wir. So, die da oben. Ich glaube, ich muss da rauf. Sonst wird das hier nichts. Moin. Komm, wir gehen mal da nach oben. Und sagen mal Hallo. Nein, scheiße. Alter, ist ein Bomber so weit über mein Level. Wo ist er? Was soll ich jetzt gerade selbst? Ah ne, da ist er. Alter, nein! Okay, hab dich. Oh, der ist nochmal mit. Sehr geil. Sonst noch was Tolles hier? Oh ja, 4200. Mich kriegst du nicht unter. Jo, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Hat sich schon mal gelohnt. Aber waren hier nicht zwei? Hm. So, wo ist der Rest? Ach. Das Geschütz gegen unseren Roboterkollegen. Ah ne, da kommt noch mehr. Ziemlich sicher sogar. Oh ja. Nice. Oh, Medipack nehmen wir auch mal mit. Haben wir hier noch Goodies? Nö. Nichts Spannendes. Warte mal, wo ist das Geschütz? Da war das Geschütz. Dann zeigt man noch einen Gegner an. Dieses Schloss ist zu schwierig, Mann. Wo ist denn dieser eine Gegner? Ich meine, da unten hat es eine Biene, aber... Ah. Ich meine, eigentlich kann er mal auch egal... Moment. Wie viel war das wert? 280. Na gut, nehmen wir mit. Cool. So, bevor ich da reingehe, ich will erstmal hier alles erkunden. Und mitnehmen. Oh ja, das nimmt mich mit. Das nicht. Ist das ein bisschen was wert? Ja, Zigaretten packen wir mal mit. Shredstick. Ja, bitte. Nö. Kampfmesser? Nee, danke. Mensch, wie schaut denn die Küche hier wieder aus? Einmal aufräumen. Ist ja schlimm hier. Ich muss sauer sein. Noch nichts Spannendes. Shredsticks? Nö. Moin! Na Lin, hattest du Spaß? Nee. Warte mal hier, Waffenkoffer.
Jo, das nehmen wir mit. Oh, safe. Einsteiger. Immer noch zu schwer für mich. Machen wir mal mit dem hier. Na, ich probier's mal. Der passt schon mal nicht. Okay. Ich hoffe. Oh ja. Geil. Ne, das mache ich nicht. Cool. Hat sich schon gelohnt. Was haben wir hier? Blutiges Bad. Ich glaube, da ist jemand gefoltert worden. Da kann ich nichts aufmachen. Was ist das? Was? Pappardelle Bolognese. Ja, nee. Alles ziemlich im Arsch hier. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, geh mal langsam mal rein. Hier irgendwas? Oh ja, da. Credits. Immer her damit. Für ein neues Schiff. Irgendwann mal. Und Außenposten. Irgendwann mal. Was war das? Oh! Komm her. Ja, mit einer Axt auf jemanden hinlaufen, der eine Waffe hat, ist eine ganz schlaue Idee. Bezüglich Waffen, ich glaube, ich tue mir das nochmal neu zu, weil... Ne, halt. Da wollte ich gar nicht hin, ich wollte ins Inventar. Waffen. Hat der Peacekeeper 30 Schuss? Nee. Du bist schon ein bisschen heftig. 752 Schuss habe ich mit dem. Moment, auf welchen Hotkey habe ich das? Ach, du bist es. Ah. Ich probiere dich mal aus. Tja, im Universum ist nichts garantiert. Reist man weit genug, werden selbst die physikalischen Gesetze relativ. Soll das wieder ein Scherz sein? Was ist das Verrückteste, was du je gesehen hast? Ah, ich glaube, das sind doch gut Buddies. Mal überlegen. Ein. Kein Witz. Die Märchenstute mit dem magischen Korn. Okay, die Waffe hat's in sich. Oh shit. Aber sie schießt langsam. Na? Ach, da ist er ja. Was ist das? Also, Barrett, was hast du zu sagen? Ja, es macht schon Sinn, dass du meinen Entführer kalt gemacht hast, der sicher viele Leute auf dem Gewissen hatte. Aber, hey, vergiss nicht, dass ich gerade so den Kopf aus der Schlinge gezogen habe. Ein bisschen naja. Scham kann einem das Leben retten. Ganz ehrlich, ich war mir bei dir nicht sicher. Aber, hey, manchmal lohnt sich das Risiko. Der miese Matsura? Ziemlich netter Kerl für einen Piraten. Bin vor einer Ewigkeit mal mit seinem Mentor aneinander geraten. Der war auch so seltsam zuvorkommend. Okay, und das war's? Oh, jetzt bin ich auch. Mehr wollte ich nicht, danke. Also, was dein Artefakt angeht, ja. Ich denke viel darüber nach. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wunderbare und beängstigende. Ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ein Mensch. Und ich weiß, das Artefakt kann mein Leben verändern.
oder beenden. Ja, was glaubst du, was die Vision bedeuten? Klar, was denn? Ja, mehr eigentlich jederzeit nicht. Jederzeit gerne. Gut. Bis dann. Ich habe ein bisschen anderes Gespräch vorgestellt. Aber okay, geil, Credits. Das ist nicht zu wenig. Okay, Orangensaft. Nö, danke. Noch mehr Credits. Geil. Nein. Nehmen wir mit. Jetzt lassen wir hier einen Haufen Schrott. Ja, Medpack brauchen wir eigentlich auch nicht. Okay, und... Ja, ich weiß nicht, also das war jetzt irgendwie nicht so zufriedenstellend. Was sagt denn die Mission jetzt dazu? Gehört zur Loge zurück. Ja, das war's. Ja, bleibst du jetzt hier oder gehst du mit oder... Wie ist das jetzt? Auf dem Koffer. Nimm mal mit. Helmständer. Okay, nichts Besonderes. Haben wir hier noch? Noch jetzt nach oben. Du Lady? Okay, dann gehen wir hier mal nach oben. Irgendwas Spannendes. Naja, Polymer nehmen wir mit. Oh ja. Nice. Okay. Wir machen einen Abflug. Beziehungsweise kann ich Schnellreise zum Schiff machen. Sprich mit Sarah Morgan. Welche Mission ist das mit Sarah Morgan? Moment. Missionenfraktion. Nö. Sprich mit Emma. Sonstiges. Das war das mit den Kräften. Hä? Was stimmt das? Mission, Aktivität. Okay, sprich mit Sarah Morgan, aber in welchem Zusammenhang? Ja, komm. Auf zum Schiff. Nee, ich bin auf mein Schiff. Hallo. Ja, bitte. Warte mal, aufstehen kurz. So, ich soll mit dir quatschen. Was los? Nachdem wir jetzt kurz Zeit haben, wie geht es dir? Nach deinem Erlebnis im Tempel hast du alle in der Loge ziemlich erschreckt. Das war jetzt nicht so besonders für mich. Genau bevor ich den Tempel entdeckt habe. Ja. Das überrascht mich, ehrlich gesagt. Nach allem, was ich gehört habe, hat dein Körper eine fast nicht zu quantifizierende Menge einer uns völlig unbekannten Energie absorbiert. Wir haben es mit etwas zu tun, was der Wissenschaft völlig unbekannt ist. Wer weiß, wie sich das Erlebnis auf dich ausgewirkt hat. Ja. Okay. Gut. Freut mich, das zu hören. Der Tempel beweist, wir haben es mit Wesen unbekannter Herkunft zu tun. Leider haben wir nicht den Hauch einer Ahnung, welche Absichten sie hegen und wohin sie verschwunden sind. Ja, wenn man Mass Effect kennt, dann ist es vermutlich nichts Gutes. Ich glaube nicht, dass böser gewesen... passt jetzt nicht zu dem, was ich eigentlich sagen würde, aber... Ja, nee, das... Ja, gut. Ach, tut mir leid. Mein Wissensdurst übertönt mal wieder meine Manieren. Genau das ist es ja.
Ich fürchte, wir befinden uns fast völlig im Blindflug. Ja, eigentlich komplett. Wir wissen im Moment nur eines mit Gewissheit. Wer auch immer die Artefakte erschaffen hat, hat auch den Tempel errichtet. Alles andere ist Spekulation. Da können wir auch Theorien an die Wand schreiben und mit verbundenen Augen Pfeile darauf werfen. Gar doofe Idee. Ja. Ja. Och, ich bin wie berauscht. Das kannst du mir glauben. Überleg doch mal, welche Bedeutung diese Forschungen haben. Allein welche Fragen sie aufwerfen. Für wen wurde dieses wundersame Bauwerk errichtet? Wann haben diese Wesen in unserem Universum gelebt? Sind sie da draußen noch irgendwo? Ja. Ja, ganz genau. Jetzt verstehst du, warum wir dieses Rätsel unbedingt lösen müssen. Ha, lustig. Früher dachte ich, die Artefakte wären das Nonplusultra der wissenschaftlichen Entdeckung. Das große Geheimnis unserer Zeit. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht gedacht, dass sie zu etwas so Gewaltigem führen. Ich hoffe nur, dass du das, was es auch ist, unbeschadet überstehst. Ey, ja, es wird schon. Nein, ich will eigentlich nicht mit dir flirten. Ja. Oh, vielen Dank. Weißt du, ich habe dich lange genug aufgehalten. Ich kann nur versprechen, dass ich dich das nicht allein durchstehen lasse. Was auch geschieht, ich begleite dich und bin immer an deiner Seite. Versprochen. Dankeschön. Okay, dann ab zur Loge. Los geht's. So, abheben. Fluglaufbahn berechnet. Fantastische Aussicht. Die Trümmer, naja. Gehen mal. Wo ist es? Das ist gar nicht markiert. Wo bist denn du da wieder hin? Hä? Was bist du da? Warte mal, Missionen L. Ich möchte Hauptmission. Okay, das ist Loge zurück. Dankeschön. Ne, Karte. Raus hier. Wo ist es? Da ist es. Alpha Centauri. Und dann mal bitte direkt Le Loge. Jo. Ich glaube, ich werde mal zwischen den Episoden, also zwischen der und der nächsten, mal ganz kurz da unten zu der... Ich habe zu viele Stunden meines Lebens in Warteschlangen im UC-Vertriebszentrum verbracht. Zu dieser Handelskammer runtergehen und mal ein paar Sachen verticken. Und dann würde ich sagen, wenn wir neue Kräfte suchen. Und mal so einen Außenposten ausprobieren. So, mal sehen. Bin auf Vectera aufgehalten worden. Barrett, könnte man so auch beschreiben. Naja, ein paar von uns. Ich kenne dich, Walter. Bestimmt hast du während des Wartens auf meine Rückkehr heimlich in deinen Geldhaufen geweint. Tatsächlich hat Walter noch mehr als sonst über dich gemeckert. Er hat sich also wirklich gesorgt. Lass das, Cawtrey. Ist das etwa... Wir hatten ewig nur ein einziges Artefakt. Und jetzt seht euch das an. Du spürst es, oder? Seit ich das zweite gefunden hatte, seit den Visionen. Sie wirken einfach beruhigend. Für den Moment. Hey, ich bin auch nicht wieder voll da. Außerdem habe ich dich in all das reingezogen.
Wie wäre es, wenn ich dich mit den seltsamsten Ecken des Universums vertraut mache? Ja, warst du da eigentlich der Captain? Man sollte nicht an einem Schiff hängen. Wenn es zum 5. oder 6. Mal explodiert und man wieder mal verschollen geht, geht auch die Liebe. Wow. Außerdem ist die Frontier nun ein Schiff der Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Also teilen wir sie uns. Na gut. Fantastisch. Halt die Ohren steif und geh. Hast du kurz Zeit? Ich würde gerne etwas mit dir besprechen. Verbringst du viel Zeit im Weltraum? Wir definitiv. Frag, wenn du Fragen hast. Sag's, wenn du Ideen hast. Ja, komm, lass mich mal in Ruhe. Wir sind alle aus demselben Grund hier. Zugegeben, du hast mich überrascht. Ich dachte, du verschwindest, sobald du hast, was du willst, aber ich lag falsch. Ich plane eine kleine Soiree. Es geht um ein Artefakt, das wir kaufen werden. Ganz einfach. Der Verkäufer ist ein Freelancer in Neon, das heißt, höchstwahrscheinlich wurde das Artefakt irgendjemandem gestohlen. Wir sollten bei der Verhandlung etwas mehr Präsenz zeigen. Und da kommst du ins Spiel. Eigentlich ist es genau mein Ding. Dann wäre das abgemacht. Wir müssen in der Stadt vorher bloß noch ein paar Leute besuchen. Hinterher gebe ich dir einen aus. Sicher haben wir Platz für dich auf dem Schiff. Du bist vielleicht etwas mehr Bewegungsfreiheit gewöhnt, aber es bringt dich hin. Das wird ein Kinderspiel, versprochen. Du musst mich bloß nach Neon bringen. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Jedes Mal, wenn das jemand sagt, dann wird's kein Kinderspiel. Dann auf ins Woli-System. Oh, ich bin schon aufgeregt. Ich weiß nicht, ich finde ihn irgendwie nicht so sympathisch. Okay, also, ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen verdicken. Ich werde mal die Waffen neu zu... Mal kurz unterhalten? Nein! Und... jetzt hast du mir das ein Konzept gebracht. Also... Händler, Sachen verkaufen, Waffen neu zuordnen und dann machen wir mal seine Sache. Danach Außenposten, würde ich mal sagen. So ungefähr der Plan. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald hier in Starfield. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.